rasten aus, vor allem über Sachen, die mit ihnen eigentlich auch nichts zu tun haben. Das gibt's ja auch. Es gibt die Ehe für alle. Ja, aber können wir... Nein! Morgen heiraten Leute einen Baum. Ja, du musst ihn ja nicht gießen. Es ist ja für dich völlig egal. Es ist doch scheißegal. Ja, aber dann kriegen die auch Steuervorteile. Alles klar, FAZ da an dich. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich verstehe das nicht, ey. Ich verstehe das nicht. Das ist eigentlich völlig egal. Auch dieses, ja, jetzt gibt es Leute und dann... Weißt du. So, ich habe eine Schwester. Ich dachte, es wäre meine Schwester. Bis dieser Mensch vor wenigen Jahren meinte, ey, ich bin nicht deine Schwester. Ich bin nicht weiblich. Ich bin nicht weiblich, ich bin nicht männlich. Ich bin non-binär. Ich bin dein Geschwister. Wie findest du das, Moritz? Und ich meinte, das ist mir komplett scheißegal. Das ist ja, ist er für mich völlig egal. Und dann meinte dieser Mensch, ja, aber du sprichst mich immer noch weiblich an. So. Und ich meine, ja, ist das ein Ding? Und dieser Mensch meinte, ja, klar, ich bin, jeden Tag muss ich das schon machen. Jeden Tag gehe ich schon mal irgendwo auf, klar gehe ich auf die Frauentoilette. Warum? Weil ich eine Frau bin? Nein, weil ich Brüste habe und sonst komisch angeguckt werde. Jeden Tag muss ich damit schon umgehen. Kannst du wenigstens damit aufhören? Kannst du aufhören, mich weiblich anzusprechen, aber auch nicht männlich? Kannst du nicht einfach alle Pronomen in meiner Gegenwart weglassen? Und ich meinte, easy. Easy schmiesi. Und es ist nicht, keine Frage, es ist mega anstrengend, das nach 30 Jahren noch zu ändern. Und bis heute telefonieren wir und irgendwann merke ich nach ein paar Minuten, ich habe mich schon wieder weiblich konnotiert. Es tut mir leid, ich gehe es noch nicht perfekt hin. Und irgendwann meinte dieser Mensch, das ist nicht, deine Aufgabe ist ja nicht, das perfekt hinzukriegen von heute auf morgen. Du sollst das probieren. Wenn du das probierst, dann sehe ich, dass du das, was ich möchte von dir, dass du das ernst nimmst. Und dann fühle ich mich wohler, wenn ich in deiner Gegenwart bin. Und da habe ich gemerkt, ach, das ist die Hürde, die ich nehmen muss. Dass ich das mal probiere. Das habe ich geschafft. Danke nochmal. Und mehr musst du ja nicht machen. Das ist ja alles auch bei der Ehe für alle, was du machen musst. Das ist deine Aufgabe, Jürgen. Dass du das liest, es gibt jetzt die Ehe für alle. Und dann sagst du, aha, tada! Mehr ist das nicht, Jürgen. Schaffst du das? Schaffst du das in der Zeitung zu lesen und dann nicht in den Keller zu rennen und die Fackel rauszuholen? Kriegst du das hin? Dass du dieses ganze Fackelbusiness einfach der Bundeswehr, dass du das der Bundeswehr überlässt, die sich dann bei jedem Zapfenstreich wieder denkt, es ist ganz normal, dass wir mit Fackeln durch Berlin rennen. Nur so aus Spaß haben wir alles rundherum abgesperrt, weil wir auch gerade merken, dass das nicht so normal ist. Überlass das mit den Fackeln denen. Ich weiß das nicht, ey. Das ist ja nicht mal utopische Forderung, die homosexuelle Menschen haben. Die haben eigentlich die gleichen Forderungen seit, weiß ich nicht, immer schon. Dass sie sagen, Leute, ist nicht viel, ne? Wir wollen ja nicht mal irgendwie, ich will ja nicht schwuler König werden hier. Das ist ja nicht, alles was ich will, guck mal, diese ganzen Rechte, ne, die ihr ja immer alle habt, können wir die auch haben? Geht das? Einfach nur die gleichen. Und dann gibt's dagegen Argumente. Eigentlich gibt's nur zwei große. Die erste ist, schade. Oh nein, sorry, es geht, nein, oh nein, schade. Ja, warum denn nicht? Oh nein, weil Armin Laschet, der hat einen Freund und der meinte, das geht nicht, oh, schade. Na ja, kann ich einmal da gerne mit Armins Freund drüber diskutieren. Oh nein, die kann man doch nicht sehen und so. Oh, schade, nein. Oh. Ich bete für dich. Und selbst wenn du diese Scheißkirche da rauslässt, ne, selbst dann gibt es noch dieses andere Argument. Das gibt es selbst in meinem Bekanntenkreis, dass Leute sagen, ja, aber da müssen wir einfach aufpassen. Wenn wir das jetzt alles machen, ne, alle Gender ist normal, alle gendern, alle haben irgendwie ein eigenes Klo, alle heiraten, wen immer sie wollen. Ja, da fühlen sich Menschen abgehängt. Das geht Teilen der Bevölkerung, gerade auf dem Land, denen geht das zu schnell. So, die fühlen sich dann abgehängt. Und was machen die dann? Die wählen dann die AfD. Und da müssen wir aufpassen. Wo ich denke, halt ein Maul. Soll ich das jetzt hier ihm erzählen, der sagt, ich krieg gerne die gleichen Rechte? Soll ich ihm dann sagen, das geht ein bisschen schnell, nicht? Also, mach ein bisschen langsam mit den schwulen Pferdchen hier, mein Freund. Also, bisschen Piano. Wir vergasen euch schon seit, was, 80 Jahren nicht? Jetzt auch noch heiraten? Ja, dann wird Wolfgang Nazi. Das geht auf deine Kappe, mein Freund. Das ist ja kein Argument, das ich benutzen kann. Ja, hier renne ich offene Türen ein, ich weiß. Das ist meine Filterblase. Hier wird besser. Hier gibt es wahrscheinlich sogar schon Männer, die haben mit ihren Kolleginnen gesprochen und gemerkt, du, die Barbara, ne? Die macht ja die gleiche Arbeit wie ich, ne? Gleiche Ausbildung auch. Gleiche Stundenanzahl. Krieg ich ja ein bisschen weniger. Das ist ja nicht so gut. Also jetzt für Barbara.
Die sollte mehr kriegen. Nicht so viel wie ich, aber dass sie ein bisschen... Nee, weil ich muss meinen Pimmel tragen. Das musst du auch. Das, da brauchst du Geld mehr. Wegen Kranken, wegen Rückentherapie. Nein, du guckst in meine Filterblase und klar, ich merke die Gefahr schon. Ich guck da rein und dann denke ich, hä, ist ja alles viel geiler. Wir sind ja wirklich auf einem guten... Ach nein, wir sind ja gar nicht... Ja, aber alle anderen machen ja gar nicht mit. Weil dann gehst du in Hamburg über den Kiez, ne? Dann gehst du einmal über den Berg vorbei an so einer Kneipe und der Song, der daraus kommt, ist... Männer, hört ihr das? Ich denke, es ist Fotzenalarm. Wir gehen ballern auf Ibiza. Ich spalte sie wie Holz. Schalalalala. Und du läufst vorbei und denkst dir, na, es ist wohl doch noch ein weiter Weg. Na ja, kann man nichts machen.